Die Retroart ist eine Mischung aus dem Inhalt des Barocken und in der Form eine Antwort auf die Popart. Es finden sich Bezüge, entweder inhaltlich oder formal, dann aus der Idee des Barockstilllebens. Und damals waren Bilder nicht nur Dekoration, sondern auch mit Erkenntnissen. Und ich glaube, wenn man es als Maler schaffen könnte, diese Erkenntnis im Heute wiederzugeben, hat man, glaube ich, einen guten Beitrag geleistet. Ich glaube, dass das, was als Retro heute bezeichnet wird, viel größer zu fassen ist als das, was wir schon darunter jetzt uns denken. Es geht um Architektur, es geht um Produktdesign. Jedes erfolgreiche Produkt braucht diese drei Säulen: Produktkreation, Vertrieb und Marketing. Wenn eines dieser Säulen fehlen würde, kann kein Künstler erfolgreich sein, kann kein Designer erfolgreich sein, dann könnte das Produkt noch so toll sein, dann wird es nicht funktionieren. Und man kann das auch auf technische Erfindungen zum Beispiel übertragen. Die brauchen auch immer einen Vertriebskanal oder einen Vertrieb und sie brauchen auch Marketing oder jemand, der mit der Erfindung dann PR macht. Das fehlende Glied ist das Glied der Kunst. Das gibt es in Ansätzen, aber ich bin der Erste, der das so benennt. Oder ich versuche es als Spiegelung der Entwicklung der modernen Gesellschaft zu sehen und eine Verbindung von Qualität und Moderne zu schaffen. Es sind verschiedene Komponenten. Einmal das, was man visuell als Merkmal schon kennt, beziehungsweise wo man im Bild etwas wiedererkennt, was man von früher her kennt. Also, so, man hat dann eine direkte Einordnung dazu. Und natürlich dadurch, dass diese Kunst sehr inhaltsbezogen ist. Aber sie braucht natürlich, wie alle anderen Künste auch, verschiedene Aspekte. Und ein Aspekt der Kunst ist nicht nur die Produktion, sondern auch der Vertrieb und das Marketing. Und Marketing setzt sich aus Kommunikation und PR zusammen. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und zwar einmal selbst erlebte Begebenheiten, dann gefühlte Situationen, in denen man sich befunden hat und wo man sich immer fragte, warum machen die da jetzt nichts oder warum machen die da gerade was? Und ein ganz starkes Moment ist natürlich die Beobachtung an anderen und in anderen Kulturen, aber dann auch ein Element, wo die Musik eine Botschaft transportiert, die man für sich selbst als wahrhaftig erkennt. Man kann das sich vorstellen, die Sprache Goethes im Vergleich zu der Sprache Udo Lindenbergs ist quasi die Vereinfachung der deutschen Sprache. Aber man macht das natürlich nicht, um besonders einfach zu sein, sondern damit Menschen einen verstehen können, weil die Menschen sich in der Zeit verändert haben und die Sprache ist ja immer Ausdruck und Spiegel der Zeit. Und deswegen ist es im Grunde genommen die Banalisierung oder die Vereinfachung, aber es hilft natürlich dem Verständnis. Ich habe ja einen Umweg von fast 15 Jahren gemacht, ehe ich dann zur Kunst kam. Mein bester Freund hat mir mit 16 schon gesagt, wenn ich jemanden kennen würde, der das könnte, wärst du das. Aber ich habe selbst nicht daran geglaubt. Und ich wollte immer Teil einer Welt sein, und zwar einer kreativen Welt. Und deswegen war das Design natürlich ganz wichtig und hat mir auch sehr viel Erkenntnisse gebracht. Und ich konnte auch davon leben. Das war natürlich ganz wunderbar. Und aber mit der Erkenntnis, dass man mit dem, was man macht, auch Geld verdienen kann, hatte ich natürlich den Mut, dann auch den Weg in die Kunst zu gehen. Wenn man als junger Mensch natürlich gar keinen Sponsor oder Mäzen hat, um Kunst zu betreiben, muss man einen ganz schweren Weg gehen. Man muss also eine zweigeteilte Welt haben, einmal um den Lebensunterhalt zu sichern und einmal um das zu tun, was man kann. Aber als junger Mensch hat man viel Energie und da kann man Taxi fahren oder kellnern.
verfeinern und man kann trotzdem Maler oder Designer werden oder Künstlerin. Also so, aber es ist eine doppelte Mühe. Dann, und man muss sich natürlich fragen, ob man es wirklich, wirklich will, weil man bezahlt einen Preis des Verlustes. Sozusagen, man verzichtet auf viele Dinge, die andere Menschen zum selben Zeit, im selben Alter sich leisten können, und man kann sich dann solche Dinge halt eventuell nicht leisten. Aber ich erinnere mich immer daran, meine glücklichste Zeit, also ganz für ganz lange war, als ich in Aachen studiert habe. Ich bin flötend durch die Gänge gegangen, hatte mächtig Spaß bei dem, was ich tat, und war arm wie eine Kirchenmaus. Aber ich hatte zu essen, hatte meine Freunde und Freundinnen und habe Fußball gespielt und gemalt. Also so, mehr brauchte ich nicht. Ich glaube so, Leben ist ja kein Wunschkonzert, und es ist immer ungerecht, und es gibt Leute, die haben viel Geld, und es gibt Leute, die haben nicht so viel Geld oder gar keins. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Aber es kann natürlich sein, dass es ein bisschen länger dauert, ehe man es dann auch tun kann. Wenn man so einen radikalen Schnitt macht wie ich, dann ist einem, glaube ich, Geld egal. Also nicht, weil man so viel hat, dass man es nicht mehr zählen kann, sondern weil man festgestellt hat, dass es keinen Mehrwert bietet. Es macht einen nicht wirklich glücklicher, sondern ich glaube, was einem immer glücklich macht, ist, wenn man einen positiven Beitrag leisten kann für eine Gesellschaft oder zu einer Aufklärung oder zu einem Blickwinkel. Und an der Stelle würde ich jeden auffordern, auch mutig zu sein und auch diesen Schritt zu gehen. Aber natürlich müssen Grundbedürfnisse befriedigt sein. Jeder braucht natürlich ein Bett und ein Dach und was zu essen. Aber ich glaube, ich habe so viele Menschen kennengelernt, Milliardäre, und ich habe Privatjets kennengelernt von innen und sowas alles. Und ich habe diese Menschen nie als glücklich empfunden, sondern immer die Einfachheit war, glaube ich, das Glücklichste, und die lächelndsten, strahlendsten Gesichter waren immer in den Reisfeldern in Pakistan bei den einfachen Bauern.